dieses Leben, das ohne Iman ist, das ist kein Leben. Auch wenn die Leute denken, dass sie das Leben genießen. Aber dieser Genuss, was sie denken, das ist kein Genuss, sondern das ist eine Art Sättigung des Verlangens. Also der Mensch hat viel Verlangen nach bestimmten Sachen. Wenn er das sättigt und bekommt, der denkt, das ist Genuss, aber das ist kein Genuss. Der richtige Genuss ist am letzten Tag im Paradies. Und das schöne Leben hat Allah subhanahu wa ta'ala das definiert im Koran. O ihr, der den Iman richtig oder den richtigen Iman verinnerlicht habt, istajibu bedeutet, nehmt das an und macht das, praktiziert, was Allah subhanahu wa ta'ala euch befohlen hat, was der Prophet sallallahu alaihi wa sallam euch befohlen hat. Lima yuhyikum. Das wird euch lebendig machen. Lebendig machen. Und deshalb ein Leben, das schöne Leben ist, was der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat das in verschiedenen Hadithen erklärt. Das bedeutet, das gute Leben, das freudige Leben eines Mumin ist, dass er eine gute Frau hat, dass er ein Haus hat oder eine Wohnung, das wird ein Platz, dass er Dach, unter Dach leben kann, dass er einen guten Fortfahren Mittel hat und dass er einen guten Nachbar hat. Das gehört zum Guten. Und auch, Barakallahu fikum, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, derjenige, der aufsteht und der ist gesund in seinem Körper und der lebt in Frieden und hat seinen Lebensunterhalt, dann hat er das ganze diesseitige Leben. Aber das heißt nicht, dass man nicht geprüft wird. Wenn die Prüfung kommt, die Besten, die gelebt haben, sind die Propheten und die wurden richtig geprüft. Aber ihre Stufen im Paradies sind die beste Stufe überhaupt. Und das ist die Sache. Deshalb ein Leben, ein schönes Leben, ist auch ein Leben ohne Routine. Du wirkst für Allah subhanahu wa ta'ala, du machst, was Allah subhanahu wa ta'ala gesagt hat und dann gibt Allah subhanahu wa ta'ala dir den Lohn, dass du schön leben kannst.